Herzlich willkommen bei Sugar and Spice and Sweets Very Nice. Weihnachten steht vor der Tür und was passt bekanntlich am besten dazu? Natürlich ein selbstgemachtes, wunderschönes Lebkuchenhaus. Heute zeige ich euch, wie wir dieses schöne Lebkuchenhaus Schritt für Schritt zusammenbauen, eine Spritzglasur oder Royal Icing selber herstellen und das Ganze mit Keksen verzieren. Für unser Lebkuchenhaus brauchen wir 200 Gramm Butter, 530 Gramm Honig, 225 Gramm Zucker, 1200 Gramm Mehl, 2 Eier, 30 Gramm Kakaopulver, 1 Teelöffel Backpulver, 3 Teelöffel Lebkuchengewürz und 1 Teelöffel Vanillezucker. Jetzt können wir den Teig zubereiten. Dafür geben wir die Butter gemeinsam mit dem Honig in einen Topf und schmelzen diesen. Der Honig gibt ja dem Lebkuchenteig den besonders guten Geschmack. Dazu geben wir noch den Zucker und schalten den Ofen auf niedriger Temperatur ein. Können wir beginnen, den Teig zu machen. Dazu geben wir das Mehl in eine beliebige Rührmaschine. Das Kakaopulver, die Gewürze, beide Eier, und nun auch gleich unsere Butter-Honig-Mischung mit einrühren. Wäre nun unser Lebkuchenteig. Das Ganze müssen wir noch fest verkneten, bis keine Mehlklumpen mehr an der Oberfläche sichtbar sind. Dann werden wir das Ganze für ca. 1-2 Stunden in den Kühlschrank legen und mit Frischhaltefolie bedecken. Das Ganze sieht dann so aus, ein schöner glatter Teig ohne Mehlklumpen. Und den werden wir jetzt mit Frischhaltefolie bedecken und für 1-2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Unser Lebkuchenteig war jetzt 2 Stunden im Kühlschrank. Nun ist er bereit, dass wir diesen ausrollen können. Ich würde euch dabei empfehlen, dass ihr den Teig einmal durchschneidet und diesen auch zweimal aufteilt und dann ausrollt. So tut er euch auf jeden Fall leichter. Und wir beginnen jetzt. Um das Lebkuchenhaus ausschneiden zu können, solltet ihr euch am besten eigene Schablonen dafür zeichnen oder es gibt auch fertige Schablonen zum Kaufen, je nachdem, was man möchte. Ich habe mir eigene Schablonen gezeichnet. Ich habe sie auch beschriftet und die werde ich jetzt ausschneiden. Am besten ist, wenn ihr recht blattsparend dabei vorgeht. Der Lebkuchenteig lässt sich sehr gut schneiden, ohne dass es sich zieht, und dann einfach eure Schablone nachschneiden. Oder eben ausstechen, falls ihr Ausstechformen habt. Das ist jetzt meine Front- und meine Rückseite. Das heißt, ich brauche die zweimal. Deswegen lege ich mir die einfach einmal daneben hin, schneide das Ganze nochmal aus. Nur in einen Teil werde ich eine Tür reinschneiden. Das ist dann die Vorderseite. Unsere ersten Lebkuchen sind bereits ausgestochen und bereit gebacken zu werden. Wir werden sie im Ofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze 10 bis 14 Minuten backen und bei 7 Minuten werden wir das Blech einmal wenden und dann wieder weitere 7 Minuten backen. So,
So, die Lebkuchenteile werden jetzt alle gebacken. Während der Rest auskühlt, können wir uns schon mal um die Eiweißspritzglasur oder das Royal Icing kümmern. Dafür brauchen wir 800 Gramm Puderzucker, 75 Gramm Maizena, 160 Gramm Eiweiß und zum Schluss geben wir noch von einer Drittel Zitrone 2-3 Splitter dazu. Das macht nämlich einen besseren Geschmack und sorgt dafür, dass die Eiweißspritzglasur schneller aushärtet. Ihr könnt gleich mal den ganzen Puderzucker in den Kessel geben. Gleich das Maizena dazu. Und zum Schluss das Eiweiß. Ja, nicht vorher reingeben, sonst beginnt das unten zu verklumpen. Wenn ihr das Ganze dann aufschlägt, kann das sein, dass ihr nachher große bröckelige Steine drinnen habt und das wollen wir ja nicht. So. Zumachen und einschalten. Ihr könnt das Ganze circa 10 Minuten bei höchster Stufe aufschlagen lassen. Je länger ihr das aufschlägt, desto fester wird die ganze Spritzglasur. Beim Lebkuchenhaus ist das vom Vorteil, weil dann ist das Ganze recht stabil. Man kann es auch flüssiger machen, das ist, wenn man feine Linien garnieren will auf dem Haus, aber das zeige ich euch noch später. Ich denke, den schwierigsten Teil haben wir nun hinter uns. Jetzt kommt das Lustige und Spaßige daran, wir dürfen unser Lebkuchenhaus endlich zusammenbauen, verzieren und unsere Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe mir dafür auch schon zwei Spritzsäcke hergerichtet. Und zwar einmal eine Sternhülle mit einem größeren Loch und eine Sternhülle mit einem kleineren Loch. Die größere werde ich nämlich nehmen, um die Häuser zusammenzubauen und oben Rüschen zu spritzen. Und die kleinere mache ich kleinere Elemente und spritze auch noch Rüschen, damit wir das nicht mehr sehen, wo wir zusammengebaut haben. Das zeige ich euch jetzt in der näheren Perspektive und ich würde sagen, legen wir los. Für mein Lebkuchenhaus will ich den Boden eine Winterlandschaft, also eine Schneelandschaft machen. Dafür werde ich das Ganze jetzt mit Eiweißspritzglasur einstreichen, genauso wie das Dach. Das mache ich aber erst später, sobald ich das ganze Haus zusammengebaut habe. Und werde jetzt mal beginnen mit dem Einstreichen mit der Royal Icing oder mit der Eiweißspritzglasur. Unseren Boden hätten wir jetzt soweit mit Schnee eingestrichen. Jetzt würde ich anfangen mit dem Hausbau. Dafür nehme ich mir den Spritzsack mit der größeren Tülle und mache unten einfach mal einen Strich und setze das Ganze dann an. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es jetzt mittig wird oder nicht, könnt ihr euch noch den zweiten Teil dazu holen von eurem Lebkuchenhaus und schon mal so grob abmessen. Wenn euch die Position dann so gefällt, könnt ihr euch das fest draufdrücken. Wenn ihr eine gute Spritzglasur habt, dann haltet das schon alleine. Für den zweiten Teil streicht ihr die Innenseite und den Boden an. Und klebt diesen dann gleich dazu. Ihr könnt das Ganze ruhig andrücken, dass euch das gut haltet. Und das gleiche jetzt von der anderen Seite. Jetzt kommt die Rückseite hin. Das Ganze könnt ihr wieder innen zweimal aufspritzen und einmal unten den Boden entlang und wieder randrücken. Nun beginnen wir mit dem Dach. Wenn ihr das befestigt, spritzt die Spritzglasur nicht so weit nach außen. Dann würdet ihr das sehen, wenn ihr das Dach raufdrückt. Spritzt sie eher weiter nach innen rein, weil wenn ihr das hindrückt, dann drückt die ganze Spritzglasur nach innen und dann seht ihr das nicht so. Also ich zeige euch mal.
das Ganze schön nach innen drücken. Auf allen vier Seiten. Und jetzt das Dach aufsetzen. Am besten ihr haltet beide Teile gleichzeitig parat. Messt euch das ab, dass ihr ungefähr die Mitte habt. Und drückt die dann gleich an. Jetzt könnt ihr noch leichte Korrekturarbeiten vornehmen, falls es etwas schief geworden ist. Es sind bereits 20 Minuten vorbei. Ich werde beginnen, hier oben Rüschen zu spritzen, dann seitlich runter, hier rüber und nach oben und später Eiszapfen nach unten. Und das Ganze will ich mit Dekorelementen wie Mandeln oder bunte Perlen verzieren. Also loslegen werde ich mit dem Dach, mit den Rüschen. Wichtig ist, wenn ihr Dekorelemente einbauen wollt, gebt die gleich drauf. Jetzt halten sie noch gut. Später kann es sein, dass sie dann runterfallen oder gar nicht mehr halten. Deswegen am besten gleich bestreuen. Mit allem möglichen, was euch gefällt. Da könnt ihr wirklich alles drauf geben. Jetzt beginne ich runter zu spritzen die Rüschen, den Rand entlang. Und hier werde ich diese geschälten Mandeln reinstecken. Das Ganze machen wir jetzt einmal rundherum. Dann werden wir hier unten noch einen Zaun spritzen und auch jeweils eine Mandel reinstecken. Und dann denke ich, sollte das Dach schon fest sein, dass wir es mit Schnee bedecken können. Ich werde jetzt beginnen, einmal rund um den Zaun zu spritzen. Dafür spritze ich einfach Rosetten und stecke in diese eine Mandel. Hier vorne werde ich ein bisschen offen lassen, damit es so ist, wenn hier eine Tür wäre. Also ein Tor von einem Zaun. Nun die Mandeln. Ich werde es nicht in jedes machen, sondern nur in jedes zweite. Und in jedes andere werde ich wieder bunte Streusel draufgeben. Jetzt werden wir diesen Zwischenraum auffüllen, den man hier sieht von der Spritzglasur vom Dach, das zusammengebaut ist. Dafür haben wir jetzt die kleine Sterntülle, die wir jetzt auch für den Zaun benutzt haben, und spritzen einfach ein Muster nochmal nach innen. Dünn, nicht zu dick. Das Ganze auf der anderen Seite genauso. Und jetzt möchte ich noch etwas Schnee machen, der vom Dach herunterhängt. Dafür setze ich einfach die Tülle an, drück etwas und zieh das Ganze nach unten. Also drücken und auslassen, dann bleibt der Schnee hängen und es entstehen so Spitzen, die dann wie Schnee aussehen, der herunterhängt vom Dach. Das Ganze auf der anderen Seite nochmal. Und so sollte es bis hierhin aussehen. Ich will das Ganze jetzt noch 20 Minuten trocknen lassen.
Dann beginnen wir mit dem Dach, den Keksen und dem restlichen Dekor. Und dann sind wir auch schon bald fertig. Das Dach ist soweit vorbereitet und fest. Man kann schon draufgreifen. Ich werde das Ganze jetzt mit Spritzglasur einstreichen. Dann sieht das so aus, als wäre hier Schnee drauf, ganz dick. Ihr könnt das auch natürlich freilassen. Das sieht auch genauso schön aus. Nur ich finde immer, wenn so ein richtig dickes Schneedach drauf ist, sieht das Ganze noch lieber aus. Das macht ihr dann auf beiden Seiten und dann geben wir Kekse drauf. Jetzt können wir bereits die ersten Kekse auf die erste Dachhälfte verkleben. Da könnt ihr nehmen, welche euch gefallen und sie etwas mit Spritzglasur ankleben und einfach draufdrücken. Da könnt ihr noch Mandeln oder Perlen draufgeben und dann wäre die erste Hälfte bereits geschafft. Unsere Spritzglasur habe ich bereits in 4 verschiedene Farben eingefärbt. Rot, Grün, Blau und ganz normal Weiß. In der Zwischenzeit habe ich auch unseren Christbaum mit grünem Marzipan eingedeckt, den werden wir später noch verzieren, und die Haustiere angeklebt. Jetzt können wir beginnen, die zweite Seite ebenso einzustreichen und dann genauso mit Keksen zu verzieren. Solange die Spritzglasur noch weich ist, könnt ihr die Kekse auch direkt draufkleben. Fenster habe ich mir bereits auf allen 4 Seiten aufgespritzt und mit blauer Spritzglasur ausgelassen. Hierfür habe ich mir aber die blaue Spritzglasur mit etwas Wasser ein bisschen flüssiger gemacht, damit das Ganze nicht so grob ist wie hier, damit ein Muster bleibt, sondern dass das Ganze etwas verläuft. Nun werde ich die Rillen vom Fenster aufspritzen und das restliche Lebkuchenhaus verzieren. Für die Vorder- und die Rückseite unseres Lebkuchenhäuschens möchte ich jeweils hier oben einen Keksstern aufkleben. Dafür nehme ich einfach wieder einen Keks, befestige diesen mit etwas Spritzglasur und setze ihn oben auf. Das Ganze machen wir auf der Rückseite nochmal. Nun beginnen wir mit unserem Lebkuchenbaum, den wir dann vor das Lebkuchenhäuschen stellen können. Als erstes möchte ich hier unten eine Schleife spritzen, in die ich dann etwas reinschreiben kann und den Baum mit etwas Schnee und Perlen ausgarnieren werde. Für die Schleife benutze ich wieder einmal eine festere Spritzglasur und einmal eine etwas flüssigere. Und dann beginne ich einfach mal.
Unser Lebkuchenhaus ist geschafft. Ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön geworden und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wünsche euch frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Sugar and Spice and Sweet Very Nice. Und nicht vergessen, eine Mahlzeit ist erst beendet, wenn man etwas Süßes im Bauch hat.